Ganz egal, was du tust, du kommunizierst immer. Du kommunizierst zum einen nonverbal, also über deine Körpersprache, über deine Gestik und über deine Mimik. Und du kommunizierst natürlich auch über das Gesagte, also über deine Sprache. Und je souveräner du Ideen oder Präsentationen machst, desto eher kannst du dein Gegenüber auch von dir selbst überzeugen. Jetzt ist es natürlich immer ein bisschen aufregend, sich vor die eigene Klasse zu stellen und ein Referat zu halten oder vielleicht auch an der Uni bei einer Gruppenpräsentation teilzunehmen. Und auch da hilft es, viel zu üben, um souverän und selbstbewusst zu sein. Also wenn du auch beim nächsten Referat deine Klasse und deinen Lehrer von dir überzeugen möchtest und einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein brauchst und Tipps und Tricks zum Beispiel, wie man weniger Lampenfieber hat, dann bist du hier bei Lernflix natürlich genau richtig. Wir möchten nämlich dich an die Hand nehmen und dir die Geheimnisse der Kommunikation beibringen, damit auch du nicht nur von dir selbst in Zukunft überzeugt bist, sondern dass du bei deiner Kommunikation auch andere von dir überzeugst.